In Mexiko sind beim Sturz eines Reisebusses in eine Schlucht mindestens 18 Menschen getötet und 23 weitere verletzt worden. Der Bus war auf dem Weg von Mexiko-Stadt nach Tijuana im Nordwesten des Landes, das direkt an die US-Stadt San Diego grenzt. Der Fahrer des Busses wurde festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, zu schnell gefahren zu sein und dadurch die Kontrolle verloren zu haben. In Mexiko kommt es häufiger zu tödlichen Verkehrsunfällen, die in der Regel auf zu hohe Geschwindigkeit, schlecht gewartete Fahrzeuge oder übermüdete Fahrer zurückzuführen sind.